Moin, moin, willkommen zurück bei den chilligen Gamern und wir sind hier immer noch unterwegs bei Neverwinter Nights. Und warum kann ich diesen Schädelhaufen nicht untersuchen? Er wird bestimmt noch lebendig. Und wir können hier Bodenhebel drücken, um voranzukommen. Da hinten ist auch schon ein neues Portal. Ja, also diese Hebel, die wären natürlich super praktisch gewesen für die Ghule im letzten Part, die hier eingesperrt waren, aber soll uns ja nicht stören. Da ist ein heiliger Sarkophag und ein Rückrufportal. Erstmal drumrum alles erforschen. 12 Goldmünzen, die sind zwar schon im Da sind alten ein paar Nessa, habe Gegner. ich gesehen, sind zwar im alten Nessa-Reel entstanden, aber. Oh, Skelettanführer auch gleich. Ist es Zeit für einen epischen Feuerball? Nee, ne? Ja, ich müsste die auch so kriegen. Ja. So, magisches Geschoss richtet immer etwas an, dachte ich, aber dann hat er Magieresistenz, der Bastardo. Okay, sehr gut. Bis mein Bär da ist, ist der Kampf vorbei. Ja, das ist halt der späte Bär. Da ist Ey, ein wir leben gerade voll Mumienfürst. die Ein Falle. Mumienfürst ist noch gespawnt neben dem Sarkophag. Ja, sehe Lass den ich. erstmal machen, bevor wir die Fallen-Sachen hier machen. Mumie, sag mal, das ist Zeit für einen epischen Feuer. Oh, keine Sichtlinie. Na gut, dann ist es Zeit für. Oho, das Oho, ich wird will da nicht aber zu eine dicht Spur dran. hinterlassen. Ja, genau. Das kann schön Lino machen. So, dann hier einfach magisches Geschoss. Okay. So, der sieht doch ganz gut aus hier. Er zaubert auch immer die ganze Zeit, das ist natürlich auch schön und gut. Kriegt man immer noch Gelegenheitsangriffe da vorne im Stiefelkreis und er Ja, aber verhaspelt meine sich. Tiere machen wieder nichts. Die haben Ja, wieder Angst. die haben ja auch Angst. So, der Typ Ja. ist 100 EP wert gewesen, ist gar nicht so wenig. Ich mache erst die Kisten hinten, ne? Bevor ich mir den Fürst und seinen Sarkophag angucke. Hier sind ja Ja, noch drei klar. Kisten. Eine davon ist bestimmt eine Falle. Yep. Und die anderen beiden, anscheinend sind die nur verschlossen, ja. Erfolg unmöglich. Ach du Kacke, du ahnst es nicht. Dann gucke ich mal, ob ich das hier aufsperren kann. Aber eigentlich ist es dann fast schon egal. Okay, da ging das. So. Haben jetzt natürlich doch noch keinen Umhang gekauft. Naja, und das hier hätte eigentlich auch so gar nichts. Naja, doch, wir suchen nach alten Lähmungsbolzen, nach alten Kulturen. So, Full Dickyam, ach come on. Im Versuch, möglichst niemanden in der Schusslinie zu haben. Es ist Ja. halt, oh, da hätte ich mir das öffnen. Ist halt auch so blöd, dass du die Truhen da ja erstmal wieder einen Elfenumhang und ein nicht identifizierter Zauber stecken. So, schön, toll. Faszinierend. Dann gucken wir uns noch seinen Sarkophag an und dann, das ist bestimmt auch eine Falle, haben wir hier doch die Nessa-Ruinen auch noch. Nö, ist keine Falle. Ach, ist nochmal ein Elfenumhang und irgendein seltsamen Kampfstab plus eins. Wirst bekloppt bei so viel Blödheit. So, das war ja unterwältigend, könnte man sagen. Dann nehmen wir mal das Portal und gucken, wo wir rauskommen. Das Portal betreten. Wir sind wieder im Spukwald. Ist ja gruselig. Na gut. Dann würde ich doch sagen, gehen wir doch gleich weiter. Der Spukwald sieht gar nicht so unheimlich aus bei Tageslicht, obwohl es hier immer noch sehr neblig ist. Wir haben alles erforscht, inklusive der Gruft, und deswegen können wir jetzt hier diesen unauffälligen, aber sehr schlecht gemappten Gebietsübergang nehmen. Köhlerwald. Ach ja, das kleine, lustige Dörfchen Köhlerwald, wo erstmal sau viele Leute aufgespießt sind und Quint will mit uns reden. Nicht zu dicht ran. Wer redet der mit dir oder mit mir redet der, Mit oder? mir, was babbelt ihr da? Was für eine Katastrophe hat sich hier abgespielt? Glaube ich. Ich kann. Okay, anscheinend redet er mal wieder mit dir. Dann musst du das vorlesen. Ich loote die Okay, ihr Leiche. befindet euch im Köderwald, einem Ort, der nirgendwo ist oder eher nirgendwann. Was das bedeutet, woher soll ich das wissen? Ich lebe, aber ich bleibe.
Jeder bleibt, egal was geschieht. Das ist das, was in Burg Jarek passiert ist. Wir haben dafür gesorgt, dass alle bleiben. Alles für meinen Bruder, alles für die Kinder. Erzählt mir von eurem Bruder. Tut alles für die Kids, Mann. Ein Bruder, ein Monster, ein Herr. Sucht es euch aus. Alles stimmt, auch wenn hier nichts stimmt. Hey, das war lustig, weil... Ach, egal. Oh wei, der Typ nervt ein bisschen. Naja. Harlat und ich sind die Herren dieses Orts. Aber dieser Ort ist nirgends und unsere Herrschaft ist nirgends. Wir haben alles vor langer Zeit geopfert. Habt ihr keine klaren Antworten? Antworten? Hätte ich doch Antworten, Entscheidungen, Urteile. Alles, was ich hier habe, was ich genommen habe und was Karlat nicht loslassen will. Alles wiederholt und wiederholt sich. Ihr glaubt zu wissen, was hier ist, aber das tut ihr nicht. Es ist nicht richtig, aber die Toten hören nicht zu. Sie hören nicht. Ich suche einen Kult, der für die Pest verantwortlich ist. Eine Pest? Ah, ein Verderbnis der Lebenden. Eine Pest würde hier nicht auf ihre Kosten kommen. Euer Kult? Keine Ahnung. Vielleicht. Könnte sein. Mein Bruder war viele Dinge und die Hälfte von Dingen. Vielleicht hatte er Kontakt zu einem Kult, aber alles, womit er Kontakt hatte, stirbt. Und alles, mit dem er keinen Kontakt hatte, auch. Gut, habt ihr keine Karte? Erzählt noch einen Bruder? Ich glaube, ich habe alles gefragt, oder? Ein Bruder, ein Monster, ja. Ja, fällt dir nichts ein? Okay, dieser Ort scheint der Zeit entrückt zu sein und in einer Dauerschleife gefangen zu sein, so wie er das erzählt. Aha, guck mal, du hast... Nein, ich werde euch wiedersehen. Ihr werdet sehen. Ich lebe. Ihr könnt Burg Klarek nicht verändern. Ihr könnt die Toten nicht verändern, sie hören nie zu. Okay, wir müssen ja anscheinend einen Fluch brechen. Das Dorf in ewiger Nacht. Uiuiui, das klingt aber unheimlich. Das klingt ja nach dem geisterhaften Geisterwald. Erstmal rechts lang gehen. Immer an der Wand lang. Hier sind auch solche lustigen Geisterirrlichter. Ah, hier ist wieder das gute alte Baumhaus. Da ist eine Frau, mit der wir gleich mal reden, die da aber nur rumliegt. Frau, Mann und viele, viele Häuschen. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob es meine Antworten zufrieden. Erzählt mir was über den Köhlerwald. Habt ihr Schwierigkeiten in der Gegend? Wir geben nichts auf Geschichten von anderen Leuten. Wir lassen einfach weiter und so. Veränderungen, Veränderungen. Ihr solltet eure Geschichte Bürgermeister Mobley erzählen, wie es Quint hätte tun sollen. Ansonsten werdet ihr Veränderungen bringen. Wo kann ich den Bürgermeister finden? Die Halle in der Mitte des Dorfes. Ihr könnt sie nicht übersehen. Wer beschützt euch denn? Gibt es hier Geschäfte oder Händler? Nein, Mann, gibt es nicht. Wir wollen hier Gesocks und Pakt nicht haben. Ihr dürft die Dinge nicht, die dürfen sich nicht ändern. Hier wohnen einfach nur die ganz konservativen abgeheiftet. Guck mal, denen geht es natürlich wieder mal super schlecht. Naja, oder vielleicht ist hier auch warm. Lass mal erstmal hier durch in diesen. Lass mal was verändern und hier diesen Raketenturm aufsperren. Erfolg unmöglich. SG ist 100. Na, das ist ja mal wieder. Ich werde mal die Truhe hier knacken. Der Bürgermeister lebt bestimmt klischeemäßig wieder im größten Haus. Also in so einem Fantasy-Ding ist Bürgermeister zu sein immer ziemlich cool, weil man immer das größte Haus abkriegt. Man ist immer super wichtig und die Abenteuer gehen immer zu einem hin. Okay, hier ist ein Mann, der wird mir aber wahrscheinlich das gleiche erzählen wie die Frau, oder? Habt ihr irgendwelche in letzter Zeit Schwierigkeiten? Nö, wir haben gar keine Neuigkeiten, nichts verändert sich. Ja, wer ist Quint, wer ist der Bürgermeister? Also Quint und der Bürgermeister, den müssen wir finden. Ich weiß nicht mehr genau, was hier irgendwie so der Drive war, aber ich meine, man musste das hier von diesem Fluch befreien. So, das ist die Schenke. Geil, hier ist ein seltsamer Mann mit Fackel. Was? Wer seid ihr? Einer dieser willenlosen, nichtssagenden Dinger? Ihr seid alle so gut wie tot. Ihr alle. Bald wird eure endlose Geschichte niemand mehr interessieren. Ihr kommt nicht aus Köhlerwald, oder? Oh nein, ich habe ein Porträt eines schwarzen Mannes, bin aber ein alter weißer Mann. Wie passt das zusammen? Ich habe mich verändert, dabei verändert sich hier nichts. Ich töte euch, dann kommt ihr wieder. Es hört nie auf.
Seht, ihr erzählt mir eure armselige Geschichte, aber dann vergesst ihr es. Warum? Weil ihr nicht hier seid. Ich bin nicht hier, was meint ihr damit? Warum spreche ich überhaupt mit euch? Ihr seid nicht hier, sie sind nicht hier und über mich zweifle ich auch langsam. Was ist mit mir? Bin ich hier? Wer seid ihr denn? Was geht euch das an? Ihr seid nicht hier, niemand ist hier, alles ist eine Lüge, der Kuchen auch. Wie kann ich finden, was ich suche, wenn nichts wirklich ist und so? Es ist wichtig, dass ich es finde, sehr wichtig, aber es ist ein Geheimnis, ich verrate es nicht, verschwindet. Okay, mir könnt ihr es doch sagen. Erfolg, helfen, ja, verwendet das Alte, um das Uralte zu finden. Den Verrückten, um das Verrücktmachende zu finden. Der Kult des Auges, er hat mich hierher geschickt, um ein uraltes Artefakt von großer Wichtigkeit zu finden. Sie haben mich in dieses Irrenhaus geschickt. Wo ist der Kult beheimatet? Wer führt ihn an? Überreden. Erfolg, wir folgen Maugrim, dem Großen, im Herzen von Luskan, aber auch er ist nur ein Medium für noch ältere Mächte. Da, jetzt habe ich es euch gesagt, jetzt ist Zeit, dass ihr euch töte, Geist, und ich werde euch wieder und wieder und wieder töten. Achtung, Geroldo, es ist ein Kampf. Bist du bereit? Ja. Okay. Er hat sich schon unsichtbar gezaubert. Offensichtlich nicht ganz so bereit. Guck mal, wer da ist. Er hat Hast auf sich gezaubert. Tödliches Phantom. Zack. Haben wir da. Ich habe mal Abkürzung gemacht, ne? 16 EP ist auch ziemlich unterwältigend wieder. Ja. Aber er hat viele wichtige Sachen. Er hat erstmal Spinnennetz als Zauber. Kann ich den schon? Ja, dann hat er einen Tagebuch des Kultisten im Köhlerwald und er hat einen mittelgroßen Gegenstand nicht identifiziert. Das ist, glaube ich, so eine Art Schwertscheide oder so. Gucken wir mal. Scheide der geweihten Waffe. Die meisten Scheiden dieser Art, er hat Scheide gesagt, wurden von einem längst vergessenen Orden militanter Kleriker und Paladine geschaffen. Doch heute werden sie von allen Arten von Kriegern benutzt, guten wie bösen. Da kann man, ach, guck mal, kann, oh, das ist nicht so schlecht. Beistand dreimal am Tag und segnen dreimal am Tag. Kann man aber vielleicht auch verwenden, um irgendetwas noch darüber hinaus herzustellen. Aber wir müssen mal in sein Tagebuch gucken. Ist in seinem Kultistentagebuch schon wieder abgeblieben. Da. Ist natürlich auch irgend so ein großer Teufelskopf vorne drauf. Ich habe sie alle getötet. Alle habe ich getötet, doch sie kommen immer wieder und immer wieder. Doch als ob das noch nicht genug wäre, habe ich das wertvolle Artefakt der Alten noch immer nicht gefunden. Ich bin dem Wahnsinn nahe, aber dennoch muss ich weitermachen. Wenn ich zum Heerturm in Luskan mit leeren Händen zurückkehre, ziehe ich den Zorn unseres großen Führers Maugrim auf mich. Wo müssen wir wohl hin? Ja, es ist eine Ehre, dem Kult des Auges zu dienen. Wenn ich doch nur hätte sehen dürfen, wie Niewinter gelitten hat. Stattdessen sitze ich hier in Köhlerwald fest. Ich bin zu müde, um weiterzumachen, aber zu versessen auf meinen Erfolg, um aufzugeben. Psst, da kommen sie schon, um sich erneut töten zu lassen. Je länger ich hier bin, desto ähnlicher scheine ich ihnen zu werden. Ich zweifle inzwischen daran, dass ich meine Heimat je wiedersehe. Oh je, Herr Geroldelo, hoffentlich sehen unsere Helden ihre Heimat wieder, nachdem wir hier schon in der Schenke waren, ne? Und ja. Hoffentlich werden wir den Leuten nicht immer ähnlicher und ähnlicher. Das wäre aber gar nicht gut. Also ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, der Oberbösewicht hier in Luskan heißt Maugrim. Ja, und ich glaube, er ist im Heerturm des Arkan. Könnte sein. Aber für Aribeth wird das wahrscheinlich, das wird noch nicht ausreichen an Hinweisen. Lass mal da gegenüber rein. Da ist das größere Haus. Das muss ja dann wohl dem Bürgermeister gehören. Da ist auch noch eine Plakette. Da steht drin, der Bürgermeister von Köhlerwald wohnt dort. Rein. Bürgermeisterbüro. Da ist der Bürgermeister Mobley. Reden wir doch mal mit dem. Ja? Hallo. Ja, bin immer gerne bereit, Fragen über unseren schönen Ort zu beantworten. Erzählt mir von eurem Dorf. Nun, insgesamt gesehen ist es ein sehr schöner Ort. Die Herren Jarek beschützen uns und wir müssen uns um sehr wenig Sorgen machen, äußerst wenig. Ihr hört euch nervös an, sind eure Fürsten gütige Herren? Das habe ich nicht zu beurteilen. Ich sollte wirklich nicht über sie sprechen. Habt ihr andere Fragen? Ach komm schon, erzähl mir was. Erfolg. Ihr habt wohl recht, aber ich möchte keinen Ärger machen. Wir sind bislang sicher gewesen vor den Geschichten. Herr Karla Jarek und sein Bruder, wie war noch gleich sein Name? Sie haben eine Burg aus Fels gehauen und diesen Ort um sie herum angelegt. Wir werden beschützt und darauf kommt es an. Wir mussten gewisse Opfer bringen, um
und uns ihre Geschichten anhören, aber wir werden beschützt. Was für Geschichten? Quint. Es war Quint, der die Kinder entführte. Eine Feier in der Burg. Er wollte ihnen Geschichten vorlesen, aber das war eine Lüge. Etwas passierte den Kindern in der Burg. Dieser Quint, er tat es. Er hat dafür gesorgt, dass alles schief ging. Er ist es, der alles ruiniert hat. Schaut, ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist jenseits meiner Macht. Wenn ihr mich bitte entschuldigt, ich muss wieder zurück an etwas. Ich werde herausfinden, was mit den Kindern passiert ist. Nein, ich meine, bitte überlasst uns unserem Schicksal. Das geht euch nichts an. Ihr könnt nichts ändern. Änderungen würden das Ende bedeuten. Aha, okay. Hier gibt es noch ein paar Räumchen. Die werden wir doch jetzt nochmal untersuchen. Das wäre bestimmt ein, na, du ahnst es, Träumchen. Ja. Erstmal hier eine Truhe öffnen. 13 Gold. Also alles, was wir looten hier, ne, ist ja im Prinzip auch eine Veränderung. Ja. Okay. Hat er doch nur ein kleines Büro und dafür das Haus von außen so groß aussieht, hat er nicht mal eine Treppe ins Obergeschoss. Das ist natürlich sehr belastend. Okay, aber wir haben hier ja auch schon einiges herausfinden können. Ein Ritual mit Kindern ist schiefgegangen. Oh, hier ist noch eine Truhe, fast übersehen, aber nur fast. Die Winkel der Kameraeinstellung hier sind auch maximal ungünstig. 3 Gold. Es lohnt eigentlich schon fast die Zeit nicht. Hier überall so schön blaue Fackeln. Und ich glaube, da oben, ja, es scheint, glaube ich, als hätten wir hier in Köhlerwald fast gleich alles gefunden. Da gibt es noch einen Burgwächter und Kohlebecken. Und dahinter ist anscheinend auch schon eine Burg. Ich gehe noch mal schnell hier hin und gucke, ob da noch was in der Ecke ist. Aber sieht gut aus. Ja, dann rede ich doch mal mit dem Burgwächter, ne? Was hältst du denn davon? Ja, warum nicht? Hallo! Ich grüße euch. Ihr seid nicht aus der Gegend, oder? Wie auch immer. Ich rate euch, die Herren Jarek nicht zu stören. Sie müssen ruhen, wisst ihr? Wem dient ihr? Nun, Bürgermeister Mobley hat mich angeheuert. Morgen bekomme ich meinen ersten Sold. Morgen bei Sonnenaufgang, hat er gesagt. 50 Goldmünzen. Ich bin nicht von hier. Ich war ein Abenteurer. Ich komme von irgendwo weit her. Das ist komisch. Ich erinnere mich nicht von woher. Ist das nicht komisch? Aber jetzt immun gegen Geistesbeeinflussung sein. Was wisst ihr über die Burg? Ihr scheint so alt, scheint so alt, als wäre sie schon ewig hier. Das ganze Dorf scheint alt zu sein. Wir gehen einfach unseren Geschäften nach. Was wisst ihr über die Jareks? Es gibt 2 von ihnen, Kalat und Quint. Sie sind Brüder. Kalat habe ich nie gesehen, aber Quint wandert irgendwo durch das Dorf und fragt nach den Kindern. Das ist komisch. Er ist niemals durch das Tor gekommen, da bin ich mir sicher. Und ich habe hier überhaupt noch nie Kinder gesehen. Ist das nicht komisch? Was wisst ihr über die Burg? Sie scheint so alt, das ganze Dorf, bla bla. Wie kann ich den Bürgermeister finden? Wissen wir doch schon, ich muss durch das Tor. Lasst ihr mich passieren? Aber Bürgermeister Mobley sagte, was sagt er noch gleich? Vielleicht sagt er mir, ich solle das Tor für euch öffnen. Ja, das muss er wohl gesagt haben. Das ist komisch. Das Schloss scheint so verrostet. Ist das nicht komisch? Bürgermeister Mobley würde wollen, dass ich das öle. Ja, ich werde einfach etwas Öl holen gehen. Ciao, Kakao. Okay, hier können wir noch in die Kohlebecken reingucken? Nee. So, jetzt hat er das Türchen auf jeden Fall aufgemacht für uns und wir können noch einen kleinen Sneak Peek in diese in Stein gehauene Burg ohne Türversiegelung. So, ich glaube, ja, hier ist eine Rätseltruhe. Na toll. Okay, vorsichtig, Herr Geroldolo. Hier gibt es erstmal einen Rätselschlüssel und dann gibt es einen seltsamen Brief. Die Botschaft ist in einer seltsamen, grazilen Handschrift geschrieben. Ihr habt sie neben einem Schlüssel im Foyer der Burg Jarek gefunden. Es scheint sich um eine Art Rätsel zu handeln. Die 3 Wege der Gerechtigkeit. Stets vorsichtig und achtsam muss der Richter sein und auf dem geraden Pfad wandeln, denn seine eine Hand versengen die Feuer des Verrats und seine andere Hand erfrieren die Geister der Rache. Der wahre Pfad, das ist doch was für dich, Geroldolo. Der wahre Pfad der Gerechtigkeit liegt im Herz und im Kopf, denn nur mit Vernunft kann er die Wahrheit bestimmen und nur mit Mitgefühl kann er die Konsequenzen erkennen. Aha, also wir müssen hier anscheinend irgendein Verbrechen aufklären, Herr Geroldolo. Ja, das ist... Ich bin dafür, dass wir diese Tür hier aufsperren. Oh, gleich erstmal eine Falle. Das ist allerdings auch ein Verbrechen an der Menschlichkeit hier. Rote Slats sind da. Die sind gegen Feuer natürlich wieder mal überhaupt voll immun. Ja, meine Tiere laufen schon wieder irgendwie wild durch die Gegend. Narbe hinterlassen. Ja. Die Narben führen die Mondkugel!
Alter Falter, Lino kriegt aber ganz schön aufs Fressbrett da. So, hab sie gerade mal gebufft. Einer muss es ja tun. So. Bei mir hat sich nicht die Wand geklappt. So, habe ich uns gerade noch mal gesegnet, damit wir auch mal alles treffen. Ja, ich würde ja auf die auch einen Feuerball abschießen, aber es bringt halt nichts. So, rotes Lat. Die konnten sich nicht verwandeln, ne? Man musste schon ein Todeslat sein, um sich verwandeln zu können, ne? Ja. Die haben doch auch wieder... Je nachdem, welche Farbe die haben, desto besser oder schlechter sind die ja auch. Ist eigentlich auch sehr diskriminierend. Ja. Aber es ist, glaube ich, nicht so wie bei den Drachen. Bei den Drachen sind ja die roten Drachen die stärksten. Und ich glaube, hier waren das die, die Todeslats. Und ich meine, die haben eine schwarze Farbe. Ja, die weißen Drachen sind die schwächsten. Ja. Alte weiße Männer und so. Ja, Slatzunge hat einer von denen dabei. Wir gehen erstmal vorsichtig weiter, ne? Ja. Oh, Falle. Stehen bleiben, bitte. Bitte bleiben Sie stehen. Oh, und dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Lass uns den nächsten Raum noch machen. Da sind irgendwelche Feuerelementare und weitere rote Sladi. Oh, jede Menge sogar. Ich schütze mal... So. Oh, aber die konnten irgendwas anderes. Ja, jetzt leider keinen Feuerball dabei haben. Also, der bringt halt nichts gegen die, ne? Die, glaube ich, sollten 100% immun gegen Feuer sein. Ra, ra. Shara, du bist gleich tot, ne? Ich wollte es dir nur sagen. Du musst da vielleicht mal raus, irgendwie. Und dann nicht auf den Herbeigezauberten gehen, sondern auf den... Das war knapp, Minion. Da wurde einfach zu viel getankt. Hätte ich ja gleich mal wieder zurückreisen müssen, um... Also du kannst natürlich trotzdem schon mitkämpfen, ne? Es ist jetzt nicht vonnöten... Nee, du stehst im Gang, du kämpfst gar nicht mit. Ja, sag ich so, ich sehe dich doch da stehen. Oder sah dich doch da stehen. Okay, wir looten das hier noch schnell und dann ist der Part aber auch zu Ende. So, mein Ziel sind erstmal 100.000... Oh Gott, Fenris hat noch einen riesigen Feuerelementar angelockt. Kann er den auch alleine besiegen? Leider nicht herbeigezaubert. Ich habe eine sehr lange Leiste. Oh. Lino ist tot. Ja. Nicht ihr erstes Rodeo. Hoffentlich steht sie da. Zum Glück habe ich Steinhaut auf sie gezaubert. Sonst wäre sie... Oh, sie ist auch tot. Sie macht es auch nicht. Na, plötzlich wird es hier sehr eng. Da sind wir doch nur noch zu dritt. Niederwerfen Treffer auf eine achtbeinige Spinne. Ich habe ihn. Gar kein Thema. Ich hatte auch nicht ein bisschen Angst. Ja... Okay, das war heftiger als erwartet, aber gar, heftig, ja. Gar kein Problem. Man gab ja auch 210 EP. Ich bin übrigens auch krank. Ja, das stimmt. So, es sieht ja so aus, da hinten ist ein Schalter und eine Truhe. Das untersuchen wir wohl erstmal beim nächsten Mal, ne? Huiuiui, also, macht es gut, schwingt den Hut, bis dann, ciao. Tschüss.